Tschutschut, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Railway Empire 2 Journey to the East. Blue Ocean Side schreibt: Sieht gut aus, bin immer fasziniert von deinen Gleisbauten. Wenn ich spiele, sieht's wirklich nicht gut aus. Von dir kann ich noch viel lernen und Spaß macht's auch. Wieder eine super Folge. Vielen Dank Blue Ocean Side und vielen Dank auch, dass du einerseits auf den Discord dazugekommen bist und andererseits, dass du auf Twitch nicht nur gefollowt hast, sondern sogar ein Abo dagelassen hast. Das hat mich wirklich sehr gefreut und das ist mir natürlich nicht entgangen. Deswegen jetzt auch nochmal ganz persönlich großes Dankeschön. Schön, dass du da bist. Zocken schreibt, sehr schöne Folge und vielen Dank für die Umsetzung meiner Vorschläge. Ich glaube, die Kühlzüge zwischen Wien und Pressburg werden aktuell nicht gewartet. Schau da am besten nochmal nach. Das Bosnien-Dreieck sollte dann auch schnellstmöglich mit Einwanderungsbüros ausgestattet werden. Jeder Einwohner steigert unseren Profit oder führt erstmal zu welchem. Weiter so, freue mich schon auf die nächste Folge. Ich freue mich auch schon sehr und wir schauen uns gleich nochmal die Kühlwagen an im Bosnien-Dreieck. Die sollten auf jeden Fall gewartet werden. Schauen wir gleich mal. Funem sagt, ja, das Bosnien-Dreieck ist schön geworden. Ich gebe dir recht, ein Zulieferbahnhof reicht da nicht aus, wenn Griechenland und Serbien dazukommen. Ach ja, langsam kannst du deine vielen Frachtstrecken an geeigneten Stellen in Tunnel legen, um Luxusstrecken effizient bauen zu können. Bevor du so viele Strecken hast, dass Untertunnelungen zu einer Mammut-Umbauaktion werden. Ja, da hast du absolut recht. Wir haben nicht alle Orte effizient vorbereitet für Luxusstrecken. Dann müssen wir mal schauen, wo wir welche langlegen und wo sie langführen und ob wir da eventuell schon mal ein bisschen vorsorgen wollen. Guter Hinweis. Und Stefan sagt, ich bin schon auf die Expressroute Wien-Konstantinopel gespannt. Immer weiter so. Tschutschut! Und dann starten wir jetzt richtig rein. Zoggen hat gesagt, zwischen Wien und Pressburg werden die Kühlzüge nicht gewartet. Das schauen wir uns an. Die Kühlzüge haben wir hier runtergetan. Das heißt, wir haben hier C-Kühlwagen. Und da kann es sehr gut sein, dass ich vergessen habe, den in den Wartungsbahnhof einzustellen. Das ist vollkommen richtig. Alles klar. Dann müssen wir das noch ändern und die werden dann hier unten gewartet. Genau, Zulieferung. Dann geht's runter nach Wien Wartung Süd. Dann wieder zur Zulieferung. Und dann geht es wieder zurück. Hier priorisieren wir wieder alle Waren und hier oben nehmen wir die Priorisierung raus und sagen, hier darf er nichts mitnehmen, wenn er zum Warten fährt. Alles klar. Bestätigen wir, das müsste so richtig sein. Dann haben wir hier die andere Kühlroute. Bei der müssen wir das machen. Wartung Süd. Und dann geht's wieder zurück. Und hier nehmen wir auch wieder die Priorisierung raus, sagen, er darf nichts mitnehmen, wenn er warten fährt. Aber hier gehen wir in die Priorisierung wieder rein. Wunderbar. Vielen Dank fürs Mitdenken. Das sind natürlich so Kleinigkeiten, die passieren ab und zu. Und ja, das ist immer sehr ärgerlich, wenn einem das dann viel, viel zu spät einfällt. Vielen Dank, dass ihr da immer so ein Auge drauf habt. Dann meinte Zoggen, wir sollten unbedingt Zuwanderungsbüros bauen. Wir haben das Geld und können das durchaus machen. Das heißt, wir bauen mal ein Zuwanderungsbüro hierhin nach Mostar. Eins nach Sarajevo. Und hier hinten eins nach Spalato. Da können wir keins bauen. Haben wir noch keine 30.000 Einwohner? Nein. Da fehlen einfach noch Einwohner. Alles klar. Können wir sonst noch irgendwo solche Gebäude bauen? Osijek haben wir zu wenig Einwohner. Novi Sad könnte eventuell auch mal eine Bibliothek gebrauchen, oder? Was meint ihr? Eine Bibliothek in Novi Sad finde ich eigentlich ganz gut. Temeswar jetzt bei 90.000. Kann eine neue Industrie gebrauchen. Das schauen wir uns gleich mal an. 90.000, 62% Bedarfsdeckung. Das schreit ja fast schon nach einer Universität. Da lohnt sich die Bibliothek ja fast gar nicht mehr. Hier würde sie sich lohnen. In Shiget. Und in Kecskemét haben wir bereits die Universität. In Budapest haben wir
Welches Gebäude drin? Haben wir in Budapest überhaupt schon was? Ach, wir haben zu wenig Leute. Es lohnt sich fast nicht mehr in Budapest, oder? Ne, 1000 brauchen wir noch für die Bibliothek, das lohnt sich nicht mehr. Hier hatten wir die Universität letztes Mal gebaut. Wie sieht es in Zagreb aus? Können wir hier noch was bauen? Ich meine, jetzt haben wir gerade das Geld im Zuwanderungsbüro. Dann können wir es jetzt auch einmal kurz ausgeben für die bessere Entwicklung unserer Städte. Dann haben wir hier Sibiu. Sibiu geht es eigentlich auch ganz gut. Ist auch schon groß genug für eine Bibliothek. Die bauen wir auch rein. Koloswar, ebenfalls ein Kandidat für eine Bibliothek. Und Debrecen braucht eine Universität. Bibliothek wird abgerissen und wir bauen eine Universität hier rein. Super. Das ist schön. Das ist wirklich gut. Wir müssen natürlich hier noch ein paar Waren reinkommen, dass wir wirklich auf über 60% kommen, aber dann haben wir schon mal alles vorbereitet dafür. Das sieht soweit ganz gut aus. Wie geht es unserer Porzellanfabrik? Großartig, 112.000 Profit bereits gemacht. Dann gucken wir mal, was wir in Temeswar für eine Fabrik reinbauen. Dafür lassen wir uns erstmal inspirieren von den Waren, die in Temeswar gebraucht werden. Also, grundsätzlich hätten wir da Wein. Wein bekommen wir aus Keskemet. Ich weiß zwar nicht, ob wir das hier gelagert haben, ehrlich gesagt. Ja, machen wir sogar. Aber Wein wäre hier, glaube ich, ein Understatement. So, Kleidung haben wir in Novi Sad. Stoffe haben wir bereits in Temeswar. Bauholz haben wir auch in Temeswar. Teppiche. Ja, okay. Teppiche würden sich natürlich in doppelter Hinsicht anbieten. Wir haben ja hier auch Stoff und ich denke mal, für Teppiche braucht man Stoff. Stoff und Färberkrab. Ja, können wir reinführen. Das wäre nicht das Problem. Und Teppiche haben wir auch noch nirgends gebaut. Ja, lass uns mal in eine Teppichfabrik reingehen. 1,3 Millionen kostet die. Aber das Geld haben wir. Dann bauen wir hier eine Teppichfabrik rein. So sieht sie aus. Da haben wir sie. Ja, hier vorne liegt der ganze Stoff. Und wird hier schön geknüpft. Und gefärbt. Ja, wunderbar. Dann haben wir das. Jetzt ist die Frage, wie viel Teppich brauchen wir denn? 0,9. Wie viel brauchen wir in Novi Sad? 0,7, also 1,6. Hier wahrscheinlich noch gar nicht. Aber auch bald. 1,6. Und dann Keskemet. 1,2. Sind wir bei 2,8. Debrecen 3,8. Also 4 Teppiche könnten wir tatsächlich bedienen. Das heißt, wir werden das auch upgraden auf Stufe 3. Das war teuer. So, das heißt, wir brauchen 2 Wollknäule. Und hier 4. Also insgesamt 6 mal Wolle. 6 mal Wolle. Ich sehe gerade Wolle oder beziehungsweise Stoff wird nicht so richtig abtransportiert nach Novi Sad. Haben wir denn genügend Stoff hier? Ja, schon. Schon, aber es ist jetzt nicht so genial. Können wir eventuell den Austausch zwischen den Städten nochmal erweitern? Novi Sad, Temeswar. Ja, also Temeswar wäre natürlich gut, wenn wir hier die Stoffe priorisieren.
Weil Novisat braucht das natürlich. Okay. Und wir erweitern es trotzdem schon mal. So, das heißt, wir brauchen 6 Wolle. Hier wird 8 Wolle hergestellt und wir haben hier einen Verbrauch von 2. Das heißt, diese 8 Wolle, die hier produziert werden, die passen perfekt. Ja, wunderbar. Die Frage ist nur, reicht auch der Zug, den wir haben, um die Wolle hierher zu liefern? Oder bräuchten wir da einen zweiten? Da schauen wir mal ganz kurz nach auf der Route. Ja, wir verfolgen den einmal. Gucken mal, ob er wirklich alles mitbringt. Kohlegruben nahe Sofia wollen wir nicht holen. Weil wir das Geld gleich für andere Dinge brauchen. Unter anderem müssen wir Färberkrab kaufen. Ja, okay. Ich würde sagen, komm, wir steigern dich mal auf 2. Aber auch nach Depressen würde ich sagen, gibt es eine Steigerung auf 2. So, haben wir hier überhaupt genügend Stoff in Depressen? Das ist sowieso die Frage. Wenn wir sowieso jetzt hier einmal rangehen, dann müssen wir das auch einmal hinterfragen. Also wir produzieren 2 mal Stoff. Einen brauchen wir selbst. 1,7 brauchen wir hier unten. Das reicht ja vorne und hinten nicht. Und ihr braucht 0,8. 0,8, 1,7 sind 2,6 plus diesem 1 sind wir bei 3,6. Das reicht ja alles nicht. Okay, das heißt, wir gehen bei der Weberei nochmal eine Stufe hoch. Wir brauchen die 4. Das heißt, wir brauchen aber auch mehr Wolle. Also gehen wir hier auch auf Stufe 4. Oh, ist das teuer. Aber ja, das ist anscheinend notwendig. Färberkrab haben wir noch gar nicht geholt. Das heißt, die Teppichfabrik auch krasse Minus gerade. Damit kommen wir aber jetzt gerade klar, weil wir werden es ja gleich hier reinführen. Jetzt lasst uns hier auch nochmal nach dem Stoff schauen. Also, wir brauchen für die Teppiche. Ach, brauchen wir gar keinen Stoff. Dafür brauchen wir gar keinen Stoff. Wir haben hier nur diese 4 Stoff, die wir selber hier verbrauchen. Und zwar zu 0,9. Die Chaguette bekommt und zwar 0,6, also 1,5. Und Novisat 0,7. Also 2,2 haben wir einen Bedarf. Wir produzieren 4. Das reicht ja. Das reicht. Okay, cool. Dann brauchen wir nur noch Färberkrab. Und zwar 4 Stück. Und Färberkrab haben wir direkt hier. Ja, dann kaufen wir das mal. Das wird ziemlich, ziemlich teuer. Zum Glück haben wir das Geld. Wir gucken gleich mal, wie wir das aufleveln. Wir brauchen ja eine Produktion von 4. Haben wir gesehen. Wir müssen 2,8 nochmal investieren. Eine hohe Investition. Könnte aber wieder unser Unternehmenswert zum Sprengen bringen. Schauen wir uns auch später nochmal an. Ich finde das immer so cool, wenn man sieht, dass sich das dann direkt so niederschlägt. So, das Geld sollte reichen für die Strecke. Also wir haben einen Unternehmenswert von 300 Millionen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Genau, guck mal. Der ist jetzt sogar gesunken, weil wir jetzt Fabriken haben und Landbetriebe, die nicht profitabel sind. Und das wird jetzt gleich wahrscheinlich ja nochmal schön explodieren. Wir bauen einen Bahnhof hier hin. Färberkrab. Und werden uns auf Gleis 2 setzen.
setzen uns dann hier ran. Bleiben, solange es geht, im Parallelgleis. Und dann geht es hier schön mit rauf. Das heißt, wir sind auf demselben Gleis wie das Holz, wie die Wolle. Boah, Chemis war, haben wir maximal optimiert. Nee. Das machen wir hier ganz anders. Wir bauen Temis war mal kurz um. Das sind hier nur zwei Gleise. Das geht nicht klar. Wenn Holz, Wolle, Färberkrab, Käse, Getreide, Trauben, Schiget und auch die Routen von Nuvisat alle hier auf zwei Gleisen raufkommen, dann wird es irgendwann zu viel. Das ändern wir jetzt mal kurz ab. Und dann passt das auch. Also, wir reißen das alles mal ab. So ist gut. Also, Käse und Holz darf sich natürlich eine Route teilen. Also Käse und Holz auf ein Gleis ist vollkommen in Ordnung. Das reicht dann aber auch vollkommen. So, dann gehen wir hier rauf auf Wolle und Färberkrab, die sich auch eins teilen, aber das reicht dann auch. Hier müssen wir, glaube ich, sogar noch weiter abreißen, damit das alles hier seine Ordnung bekommt. Also die Route nach Chiget bekommt ein eigenes Gleis und die Route nach Nuvisat auch. Da wird sich dann ja auch hier, wenn sich die Trauben und das Getreide mit anschließen. Ich glaube, das ist okay. Wir gehen erstmal ins Parallelgleis rein, damit es schöner aussieht. Das Spiel möchte nicht ganz so wie ich. Das kriegen wir aber hin. So sieht's gut aus. Und dann haben wir hier eine schöne Verbindung. Aber nur, wenn wir es im Parallelgleis machen. Das möchte das Spiel nicht. Alles klar. Alles klar. Dann zwingen wir das Spiel dazu. Ich habe ja Geduld. Und auf einmal funktioniert's. Dann machen wir das hier auch nochmal. Ja, hier will er's auch. Nicht ganz. Ja, aber sieht ja ganz gut aus. Bis dahin. Wahrscheinlich ist dieses kleine Stück verantwortlich. Ja, wunderbar. Und jetzt können wir hier das Ganze vollenden. Dann bauen wir noch ein paar Weichenköpfe. Ups. Das Spiel will nicht so, wie ich will. Wir machen es nochmal. So. Und so. Na komm schon. Und so. Das sieht doch ganz schön aus. Dann stellen wir die Richtung ein. Wunderbar. Checken nochmal, ob hier alles richtig läuft und aussieht. Ja, sieht tatsächlich ganz gut aus. Gucken nochmal, ob hier der Weichenkopf steht. Steht er. Und brauchen natürlich neue Versorgungstürme. Die haben wir gerade zum Teil abgerissen. So. Soweit, so gut. Jetzt können wir nochmal versuchen, ihn hier anzuschließen. Dafür würde ich nochmal ganz kurz auf Geld warten. Nur ein ganz kleines bisschen. 1,3 Millionen für Änderung des Quartalsberichts, das ist gut.
so dass wir auf 500.000 sind, dann brauchen wir uns wirklich gar keine Sorgen machen. Gleis 2 schnappen wir uns. Gehen hier ins Parallelgleis, solange wir können. Und dann geht es hier rüber. Das Ganze machen wir auch auf dem Weg zurück. Ja, schick. Gefällt mir. Stell noch die Richtung ein. Hauen hier noch einen Weichenkopf hin. Bauen noch einen Versorgungsturm. Bauen noch ein Wartungsdepot. Stellen dort ein, dass hier immer gewartet wird. Und dann können wir einen Zug draufsetzen von hier nach dort. Die Frage ist, reicht ein Zug? Wir brauchen 4 Stück pro Woche. Wie lange fährst du? PLM4D fährt 19 Tage. Das heißt, er bringt 3, irgendwas Färberkrab. Es reicht nicht ganz mit einem Zug. Und wenn dann noch Wartung dazukommt und so weiter, komm. Nehmen wir 2, dann haben wir eine Auslastung von 71%. Das ist schon okay. Und das Ganze ist Cargo Färberkrab nach Timisoara. Mit einer PLM4D. Wunderbar. Dann sollte das Ganze auch endlich profitabel werden. Und das wird den Unternehmenswert, glaube ich, gut gefallen. Das wird dem Unternehmenswert sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, was dem Unternehmenswert auch nicht gefällt, ist, wenn wir so Sachen bauen wie Bibliotheken, Universitäten oder Zuwanderungsbüros, weil das natürlich in erster Linie schon in unseren Unternehmenswert reingeht, aber es ist natürlich keine Investition, wo man auf direktem Wege wieder Geld rausbekommt. Und wenn wir das dann irgendwann wieder abreißen müssen und wir hier eingestellt haben, dass wir keine Baukostenerstattung bekommen, ist das erstmal weggeworfenes Geld. Unterm Strich lohnt es sich natürlich für uns, wenn die Städte mehr nachfragen, mehr Post, mehr Passagiere transportiert werden und so weiter und so fort. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Spiel das nicht hundertprozentig richtig darstellen kann. Jetzt haben wir hier wieder eine Panne und dadurch einen riesigen Stau. Da bräuchten wir wieder, ja, irgendeine Art von Ausweichsystem. Das wäre wirklich noch gut, wenn die Entwickler das noch reinbringen könnten. Dass man irgendwie sagt, hey, mit Kreuzweichen eine Ausweichmöglichkeit schaffen. Also wenn das noch reingebracht werden würde in das Spiel, das wäre wirklich klasse. Das wäre wirklich klasse. Wir schauen mal ganz kurz in die Forschung, ob es hier irgendwas für uns gibt, was wir uns annehmen wollen. Also, wir haben uns hier die KKSTB geholt. Übrigens, auch ein schöner Kommentar von Train Manish unter der vorletzten Folge. Ich sag ja bayerische AAI ständig. Das hier heißt aber bayerische AA1, römisch 1, statt I. Schönen Dank für den Hinweis. Ich finde das ja immer sehr cool, wenn ihr so ein bisschen noch was beisteuern könnt, was ich jetzt noch nicht wusste oder wo man so ein bisschen noch dazulernen kann. Das nochmal als Service-Hinweis hier an dieser Stelle. Das heißt AA1. Ich hoffe, ich sage es in Zukunft richtig. Genau, wir haben jetzt hier die KKSTB geholt und können als nächstes die elektrische Maschine kaufen. Das würde die Preise senken für neue Lokomotiven. Finde ich nicht so interessant. Wie ging es danach weiter? Wassergekühlter Feuerrost. Wartungsbedarf wird gesenkt. Auf der anderen Seite wäre es schon ganz cool, wenn wir hier durchkämen bis zum letzten Punkt, weil wir dann, sobald wir 1890 erreicht haben, uns auch direkt dann hier auf die nächsten Sachen des nächsten Jahrzehnts stürzen können. Beispielsweise preußische T16. Deswegen ist das hier wahrscheinlich das Interessanteste. Und demnach sparen wir nochmal ein ganz bisschen, bis wir halt 3 Sterne hier in der Forschung haben. Angst und Schrecken in London. Wer ist Jack the Ripper?
Eine Frage, die sich uns gerade noch nicht stellt, denn wir wollen jetzt in die nächste Luxuszugverbindung reingehen. Wir haben noch nicht so richtig viele und wenn ich nicht so richtig viele meine, dann meine ich genau eine. Wir schauen sie uns an. Hier haben wir sie. Zwischen Wien und Pressburg fährt ein Luxuszug. Und der ist tatsächlich ordentlich am Laufen. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Luxuszug. Dann sehen wir die... Ja, okay, der wurde jetzt gewartet. Aber wir sehen, die Auslastung ist schon ordentlich. Und wir haben hier in der Tat eine richtig saftige Bilanz von 35.000 bei nur einer Tour. 35.000 ist die Bilanz der letzten Tour. Gesamtbilanz 1,8 Millionen. Also pro Woche 35.000. Das ist wirklich gut. Die Frage ist, brauchen wir noch einen zweiten? Die Auslastung liegt bei 50%. Das liegt daran, dass mehr Leute von Wien nach Pressburg wollen, als von Pressburg nach Wien. Allerdings werden wir gleich diese Luxuszugstrecke erweitern. Und dann könnte sein, dass auch die umgekehrte Variante Pressburg-Wien ein bisschen interessanter wird. Ich würde sagen, wir erweitern das Ganze auf zwei Züge, die das machen. Und schauen uns jetzt an, ob wir in Budapest einen richtig guten Bahnhof hinbekommen. Ein Bahnhof, der sich tatsächlich nur darum kümmert. Wir haben in Budapest bereits einen Bahnhof und ich möchte in Budapest ein Zwei-Bahnhofsmodell fahren. Das ist nicht das effizienteste Modell, aber ich finde, es ist das passendste Modell. Einfach aus Immersionsgründen, dass wir hier eine Strecke gebaut haben, die sehr teuer war, die sehr komplex war, die nach Pressburg reinführt, wo sowohl Waren ausgetauscht werden, als auch Passagiere und Post relativ langsam ausgetauscht werden. Und dann bauen wir hier noch einen zweiten Bahnhof und das gilt dann nur den Luxuszug. Menschen, die sagen, hey, wir sind bereit für einen schnelleren Weg, auch deutlich mehr Geld zu bezahlen. Und dann werden wir einen Tunnel bauen, durch die Berge hier durch, nach Pressburg. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Effizienter wäre es natürlich, das dann nochmal zu verbinden mit normalen Passagieren. Aber ich finde es irgendwie cooler, wenn wir es so machen. Ich finde es irgendwie cooler, wenn wir jetzt hier einen dedizierten Luxusbahnhof errichten. Budapest Luxusbahnhof. Und die können dann ja genauso umsteigen hier auf die billige Strecke. Oder sie fahren dann mit dem Luxuszug weiter. Denn ich würde hier diesen Luxuszug gerne weiterfahren lassen. Beziehungsweise neue Züge raufsetzen. So ein Luxusbahnhof braucht was? Einerseits eine Markthalle. Und andererseits ein Restaurant. Also die Maximierung des Geldes, was wir einnehmen durch Passagiere. Und wir brauchen insbesondere eine Verbindung nach Pressburg. Da können wir uns auch auf eine ganz neue Schiene legen, dass wir hier ganz sicher niemals Stau haben. Niemals. So, dann schauen wir mal. Also, wir gehen hier natürlich erstmal in die Gerade rein. Und dann will er schon direkt in den Tunnel. Das Problem, der Tunnel ist zu lang. So lange Tunnel können wir nicht bauen. Wir könnten auch überlegen, ob wir hier rechts rumfahren. Um die Tunnellänge einfach geringer zu halten. Oder halt auch wirklich erst hier in den Tunnel reingehen. Erst wenn es hier um diesen Berg geht, dass wir das hier noch ein bisschen umfahren. Weil das Problem, was wir gerade haben, wir können nicht so super lange Tunnel bauen. Die Tunnel, die hier gebaut werden müssten,
Die sind halt zu lang. So, das heißt, wir gucken mal, wie wir dem Herr werden können. Also hier wird eine Brücke gebaut, um dann hier den Tunnel bauen zu können. Das ist gut. Warum bauen wir hier keine Brücke? Wir können hier auch eine Brücke bauen. Okay, cool. Dann machen wir das auch. Das wird natürlich teuer hier. 7% Steigung. Aber tiefer können wir nicht gehen. Weil der Tunnel sonst zu lang wird. Das gefällt mir alles nicht. Wir brechen das nochmal komplett ab. Und versuchen es nochmal komplett neu zu bauen. Also. Wir gehen jetzt hier raus. Und gehen hier rein. Da wird eine Strecke vorgeschlagen, die wir nicht bauen dürfen. Weil der Tunnel zu lang ist. Das heißt, wir müssen hier irgendwo einen Punkt setzen. Und sagen, komm. Wir setzen uns hier irgendwo ab und fahren eine ganz kleine Strecke überirdisch, bevor wir dann in den Tunnel reingehen. Dann sind wir immer noch bei 10% Steigung. Ist natürlich schneller, weiterhin schneller als hier diesen Weg zu fahren. Haben wir auch teilweise 11% Steigung und es ist deutlich geschwungener. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass wir diese Verbindung deutlich eleganter hinbekommen. Links würde noch was lang führen. Das wird funktionieren. Ja, sieht schon cool aus. Hier so eine große Brücke zu bauen und dann geht's hier in so einen Tunnel rein. Das hat schon was. Das hat schon was. Dann geht's hier raus. Fahren ganz kurz oberirdisch. Aber irgendwie gefällt es mir noch nicht so hundertprozentig. Deswegen bauen wir es mal ein bisschen manueller. So. So, das heißt, wir versuchen uns hier irgendwie so durchzuschlagen durch den Berg, dass wir auf der anderen Seite so rauskommen, dass wir kurzfristig auf dem Berg drauf fahren können und nicht die ganze Zeit in einem großen Tunnel fahren, sondern dann wieder in den nächsten Tunnel reingehen können. Jetzt haben wir hier eine Steigung von 11%. Je tiefer wir das natürlich legen, desto besser in der Theorie. Doch desto geringer die Möglichkeit, auf den Langtunnel zu verzichten. So, also hier haben wir Maximalgeschwindigkeit. Das finde ich eigentlich ganz clever. Gucken wir mal, ob wir hier wieder rauskommen können. Mit der geringstmöglichen Steigung. Also hier geradeaus durchfahren halte ich für clever. Weil wir hier nur 9% Steigung haben, dann gehen wir hier rein in den Tunnel. Hier wieder so ein bisschen in eine Brücke rein. Überqueren dann quasi so ein bisschen die Minischlucht oder die Unebenheiten hier. Und gehen dann sofort wieder in den Tunnel rein, um hier diesen Berg zu durchqueren. Dann wird diesen Berg nur gestriffen, den hier komplett durchquert. Und dann geht's hier auch
schön rein, haben wir trotzdem Steigung von 8%. Können wir das noch senken? Nee, diesen Punkt kann ich nicht tiefer machen, als er schon ist. 8% und 9% Steigerung. 3,7 Millionen, das ist halt wirklich teuer. Insbesondere, weil es nicht maximal effizient ist. Aber ich finde es irgendwie cool, dass man sagt, okay, man hat in Budapest einerseits diese Mischroute, die sehr komplex ist, sehr viele Steigungen hat und die auch echt lange dauert. Und die, die richtig Geld auf den Tisch legen, die bekommen dann die schnelle Strecke. Effizienter wäre natürlich, wenn wir das hier dann nutzen würden, auch für normale Expressrouten. So, rechts könnte noch einer langfahren. Ich glaube, wir machen das so. Haben wir auch 9% Steigung, aber es ist definitiv effizienter als die andere Variante. Boah, das war teuer. Zum Glück haben wir das Geld. Und dann bauen wir hier Weichenköpfe. Einerseits bauen wir einen Weichenkopf hier hin. Andererseits bauen wir einen Weichenkopf hier drüben hin. Dann brauchen wir noch einen Wartungsbahnhof. Der kommt gerne hier hin. So nah ran, wie es nur geht. Irgendwie so. Das Spiel mag mich manchmal nicht. Dann reißen wir dich wieder ab. Und wir gucken mal, ob wir einen Wartungsbahnhof auf die andere Seite gebaut bekommen. Das müsste eigentlich gehen. Kümmert sich dann wirklich auch nur um die Wartung. Von dieser Luxuszugstrecke. Ja, ich finde, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das bauen wir so. Bauen einmal hier einen Weichenkopf. Bauen hier auch das Ganze parallel, damit es gut aussieht. Stellen die Richtung ein. Und Versorgungsturm wird einerseits hier drüben gebaut und andererseits hier drüben. Sehr, sehr cool. Das wird eine schöne Strecke. Das wird eine sehr, sehr schöne Strecke. Dann bauen wir hier einen Wartungsbahnhof rein. Also ein Wartungsdepot. Sagen, du wirst immer warten. Und das hier ist Luxus Wartungsbahnhof Pressburg. Sehr schön, dann bauen wir einen Zug. Wir lassen erstmal nur einen fahren. Von, ich denke mal, wir beginnen in Pressburg. Nach Budapest. Nach Pressburg. Zum Wartungsbahnhof und dann geht es wieder von vorne los. Das Ganze von einer KK SDB 170 gemacht. Wir haben eine Luxuszuglinie mit einem Ticketpreis von 150%. Nehmen einen Speisewagen mit ran.
und stellen ein, dass du dann hier kein Waggon mitnimmst. Damit du wartest ohne Leute und dann gehst du zurück nach Pressburg und nimmst wieder Leute mit. Das Ganze ist die nächste L-Linie. Pressburg, Budapest. Bestätigen. Und ihr glaubt ja nicht, dass wir die einfach so auf die Strecke bringen. Nein. Wir legen uns jetzt einmal zurück und genießen die Fahrt. Tschut, tschut. Alle Mann einsteigen. Wir gehen auf die Strecke zwischen Pressburg und Budapest. Und zwar auf die Strecke, die nur besonders reiche Menschen fahren können. Und ihr seht, das Ganze ist sogar voll beladen. Das Ganze ist sogar voll beladen von Anfang an. Wahnsinn. Alle Mann anschneiden. Wir schauen uns das an und wir genießen diese Strecke. Das wird, glaube ich, richtig schick. Auf geht's! Und da kommen wir an in Budapest und diese Strecke hat für mich total Achterbahn-Vibes hervorgerufen. Ich habe mich wirklich teilweise wie in so einer Holzachterbahn gefühlt, aber cool. Schöne Strecke, muss ich sagen. Wirklich eine schöne Strecke. Meint ihr, wir können hier noch einen zweiten raufführen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir können hier zwei Züge raufführen und hier haben wir sogar jetzt zwei. Und der wird nicht voll ausgeladen und ausgelastet. Aber das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es geht ja auch noch weiter. So, das heißt, wir haben hier die erste Luxuszugverbindung gebaut. Du hast eine negative Bilanz, weil du keine Kühlprodukte lieferst nach Pressburg. Fleisch, Trauben und Käse sind die Übeltäter. Okay.
Wir schauen uns einmal an, was das Problem ist. Wir haben Käse. Wir haben Trauben. Wir haben kein Fleisch für dich, aber wir haben Käse und wir haben Trauben für dich. So, jetzt müssen wir dich einmal ganz kurz inspizieren. Wo ist dein Problem? Zulieferung Wien nach Pressburg Fracht, du nimmst alles mit. Anzahl Waggons zwischen 0 und 7. Ich verstehe das Problem gerade nicht. Dann lass uns einmal ganz kurz ihn beobachten, was er jetzt macht. Ich spule mal ein bisschen vor. Also das ist mir jetzt natürlich wichtig, zu wissen, wie es diesem Zug hier geht. Er bringt Salz hier unten hin. Geht sich warten, das soll er auch, das ist richtig. Hat sich nicht gewartet. Weil der wieder bei 60% ist, sag mal, springen die immer wieder zurück? Wir springen immer wieder zurück, oder? Kann das sein? Wie ist denn hier der Wartungsstand? 60%. Und wenn ich jetzt raufgehe, bleibt aber 100%. Auf alle übertragen will ich ja gar nicht. Diese Wartungsgrenze, die springt immer. Ich glaube, wir haben einen neuen Bug gefunden. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber natürlich schon was, was ärgerlich ist. Okay, jetzt zeig mir mal, mein Freund, nachdem du nicht gewartet hast, was du hier mitnimmst. Ich check noch mal ganz kurz. Wir haben hier eine Lagerhalle mit Käse für Pressburg, mit Trauben für Pressburg und beides sollte er mitnehmen. Wir gucken uns seinen Wagen noch mal an. Er hat einen Kühlwagen. Er fährt von Pressburg zur Zulieferung. Hier nimmt er nichts mit zum Wartungsbahnhof. Fährt dann wieder zur Zulieferung. Hier nimmt er Dinge mit. Und zwar hauptsächlich die Sachen mit Kühlpriorität. Und er hält nicht an, um Dinge mitzunehmen. Er hier ebenfalls nicht. Er geht sich warten, das soll er auch. Wir haben einen kleinen Wartungsstau. Kein Problem. Können wir einmal schnell ändern, das. Ist nicht so schlimm. Das Einzige, was schlimm ist, ist natürlich, dass er hier nichts mehr aufnimmt. Ne, der fährt einfach durch. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist alles richtig eingestellt und die Ware ist da. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Kann euch nicht sagen, was der Grund ist. Alles nach Wien funktioniert. Ziel Pressburg. Ich habe gar keine Ahnung. Also wenn ihr hier eine Lösung habt, was wir hier tun können, was hier der Grund sein könnte, dann sagt Bescheid. Es sieht für mich wirklich auf den ersten Blick nach einem Bug aus. Und ihr wisst, ich bin jetzt niemand, der sagt, das muss ein Bug sein, sondern versuche eigentlich immer das Spiel nicht als erstes in die Mangel zu nehmen, aber das wirkt fast so. Kauf mal die elektrische Maschine, um hier so ein bisschen den Weg frei zu machen. Hier wartet
jemand aufeinander. Ja, okay. Hier brauchen wir tatsächlich auch nochmal mehr Gleise. Hier brauchen wir mehr Gleise. Das hier ist ein bisschen hässlich. Das reißen wir natürlich wieder ab. Was machen wir das denn? Sechsspurig, oder? Ist schon weit. Für viele Züge, die hier lang müssen. Und es ist auch ein Hauptumschlagspunkt. Ich glaube, sechsspurig kann man verargumentieren. Das sollte okay sein. So. Dann bauen wir mal sechs Gleise. Und Nummer 6. Reißen den Versorgungsturm ab. Damit wir jetzt ein 6-Weichenkopf raufbauen können. Reißen wir den anderen Kram ab. Später macht es vielleicht Sinn, andere Sachen auch noch auf andere Pfade zu führen. Also zum Beispiel Kecskemét. Budapest läuft nicht über den Traubenbahnhof und geht auch auf ein anderes Gleis als die Trauben, während die zwischen Budapest und Pressburg auch auf ein anderes Gleis gehen. Aber die schnelle Lösung, das 6-gleisig hier zu machen, ist, glaube ich, für den Anfang okay. Schwierig ist halt wirklich nur, was hier mit den nicht gelieferten Waren ist. Weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass sie nichts mitnehmen. Null Prozent Auslastung. Das hat sich ja geändert dadurch, dass wir ihnen den Wartungsbahnhof zugewiesen haben. Vorher funktionierten die ja. Also, wir gehen das nochmal ganz, ganz genau und dediziert durch. Hier ist auch ein Weichenkopf. Also, die starten in Pressburg Fracht, nehmen da alles mit, was sie brauchen. Bringen das zur Zulieferung. Hier nehmen sie nichts mit, weil sie dann zum Wartungsbahnhof gehen. Hier können sie machen, was sie wollen. Dann gehen sie wieder zurück zur Zulieferung. Hierhin. Können Waggons mitnehmen. Und zwar hauptsächlich Trauben, Fleisch und Käse. Dürfen aber auch Honig mitnehmen, wenn sie lustig sind und noch Platz haben. Und dann fahren sie wieder zu Pressburg Fracht. Also es muss funktionieren. Die Strecke geht ja auch. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. So, die nächste Luxuszugverbindung ist gebaut. Jetzt. Also hier haben wir einen Expressbahnhof. Hier unten haben wir einen anderen Expressbahnhof. Und da können wir relativ einfach auch einen Luxuszug raufschicken nach Zagreb. Das geht relativ einfach. Wir können hier den Wartungsbahnhof mitnehmen. Wir bauen ein extra Gleis. Einfach aus dem Grund, weil es ist die Luxuszugverbindung. Und dann finde ich, dann gehört es sich auch, dass wir quasi auch extra Kosten haben. Dass sie hier extra Gleis haben, dass man so halbwegs die erhöhten Preise rechtfertigen kann. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen umbauen, dass das hier auch alles funktioniert. Das ist aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin.
Also, wir gehen hier auf Gleis 3 und 4. Also hier gehen wir gerade raus, dass hier die Untertunnelung auch benutzt werden kann. Und dann haben wir hier einen relativ guten... Ja, haben wir hier was relativ Gutes gebaut. Ein bisschen weiter noch nach rechts. Und dann sollten wir hier eigentlich ganz gut unterwegs sein. Auch mit der Untertunnelung. Ja, das hat gut geklappt. Schaut mal. Das ist doch ein angemessener Platz. Das finde ich ganz gut. Und dann geht es hier weiter. Wunderbar. Dann bauen wir... ein großes, langes Parallelgleis für die Luxuszugverbindung. Nochmal. Und da muss hier ein Vierer Weichenkopf hin, weil die sich an Wartungsbahnhof teilen. Und im besten Fall bekommst du auch einen Vierer Weichenkopf. Es könnte sein, dass das nicht klappt. Wir gucken mal. Ich glaube, das wird zu knapp. Wir schauen trotzdem mal. Ja. Ja, okay. Funktioniert. Immerhin. Nö, ich bin zufrieden. Mehr will ich ja gar nicht. Sollen gleich mal schauen, ob das mit der Untertunnelung noch gut ist. Aber grundsätzlich ist das soweit ganz gut gelaufen. Ja, das ist ja wunderbar mit der Untertunnelung. Haben wir hier noch super viel Platz. Fast schon schade um den Platz. Aber okay. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Ja, super. Und dann können wir nämlich auch hier eine Luxuszugverbindung einrichten. Dann haben wir zwischen Wien und Pressburg eine, zwischen Pressburg und Budapest und zwischen Wien und Zagreb. Achso, hier unten konnten wir vorhin ein Zuwanderungsbüro nicht bauen, im bosnischen Dreieck. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, hier in Spalato war das. Kann ich immer noch nicht. Okay. Ja, wunderbar. Dann bauen wir mal eine Luxuszugverbindung von Wien Express Hauptbahnhof nach Zagreb Express Hauptbahnhof. Aber hier starten wir von Gleis 3. Von Gleis 4 starten wir. Nee, der soll sich eigentlich das Gleis aussuchen. Das wäre nur hinderlich. Aber wir könnten sagen, wir bauen einen Wegpunkt rein. Hier. Ach, verdammt. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd gemacht. Ich muss jetzt hier erstmal ein Gleis vorgeben. Weil ich jetzt hier das, den Zielbahnhof auswählen muss. Wie fährt er denn? Er bietet mir gerade keine Strecke an. Okay, nochmal alles von vorne, meine Lieben. Neue Zuglinie. Wien Express... nach Zagreb. Wenn ich das machen wollen würde, dann geht er hier auf dieses Gleis. Und ich kann jetzt in Wien nicht das Gleis ändern, weil wir ja jetzt eine vorgegebene Gleisrichtung in Zagreb haben. Also sagen, wir fahren hier ein.
Und einen Wegpunkt kann ich auch nicht setzen, weil es ja nicht auf dem Weg liegt. Beziehungsweise nicht erreichbar wird von diesem Gleis. Jedenfalls aus Sicht von Wien aus nicht. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt in Wien sagen, komm, du startest auf Gleis 4 und fährst dann nach Zagreb. Damit ich dann einen Wegpunkt setzen kann. Allerdings zeigt er mir dann gar nichts an. Wenn du auf Gleis 3 startest, vielleicht dann. Will er auch nicht. Ah, das ist manchmal so blöd, wenn das Spiel so ein bisschen rumzickt. Ich will doch einfach nur hier starten. Oder liegt's am Weichenkopf? Weil wir noch keinen Weichenkopf gebaut haben. Ich glaube, dies ist ein Fall von mein Fehler. Wir gucken nochmal. Sehr gut. Jetzt funktioniert es auch ohne Wegpunkte. Okay, sehr, sehr gut. Ich setze sie trotzdem. Dass wir ganz sicher sind. Aber erstmal geht es hier zum Warten. Und wieder zurück und dann zum Wegpunkt 2. Und bevor wir warten gehen, nehmen wir nichts mit. Ich glaube, das ist richtig. Das Ganze hier ist Wien. Jetzt muss ich leider so einen Strich nur machen. Nach Zagreb. Wobei, wartet mal. Ja, ich muss mal gucken, ob ich mir das woanders raus kopieren kann. Vielleicht kann ich mir diesen Doppelpfeil rauskopieren, das wäre ganz schön. Luxuszug Wien-Zagreb. Das ist auch die KKSDB. Hier sagen wir Luxuszug mit 150%igen Preis. Speiswagen ran. Wir bauen auch 2 direkt. Und ab geht die Fahrt. Cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal ganz kurz schauen, wie sieht es denn aus mit diesem Zug hier. Ja, sieht eigentlich okay aus. Zagreb Osijek läuft da lang. Ja, okay. Das läuft doch. Das sieht doch ganz gut aus. Perfekt. Dann schauen wir nochmal ganz kurz. Haben wir hier irgendwo noch einen Ort, wo wir eine extra Industrie bauen können? Ja, Novi Sad im bosnischen Dreieck hatten wir auch noch eine. Wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viel Geld, den wir gleich natürlich investieren können. Ich glaube, das Einzige, was gerade nicht läuft, ist hier diese Kühlstrecke. Und ich verstehe es nicht, warum. Aber ihr habt es bestimmt gesehen. Wenn es was zum Sehen gibt, dann habt ihr es gesehen. Und wenn es nichts zum Sehen gibt, dann werdet ihr mich bestätigen in meiner Vermutung, dass es da leider einen Bug geben wird. Novi Sad bekommt eine neue Industrie und Mostar. Mostar würde sich bei dir vielleicht Olivenöl anbieten, weil wir haben ja hier Oliven. Ab wann braucht ihr denn Olivenöl? Ab 65.000. Ist noch eine Weile hin. Stoff bekommst du über Podgorica. Komm mal, wir kaufen Griechenland schon mal und Serbien. Da haben wir das schon mal gemacht. Da werden wir jetzt nämlich eh bald erweitern. Dann haben wir das. Hier hätten wir auch aus Belgrad nochmal Stoff. Also Stoff haben wir
genügend außerhalb. Was natürlich erstmal reingebracht werden muss. Aber hier könnte sich dann vielleicht wirklich Bekleidung anbieten. Oder Holz. Holz haben wir auch hier. Holz ist, glaube ich, besser. Bekleidung vielleicht in Sarajevo. Ja, ich glaube, hier ist Holz am besten. Weil wir das direkt hier haben. Das heißt, in Mostar bauen wir eine Fabrik. Und zwar ein Sägewerk. So. Cool. Und hier oben in Novi Sad bauen wir. Wein haben wir. Papier, Olivenöl, Möbel, Teppiche. Was brauchen wir denn noch? Wir lassen uns mal wieder inspirieren. Ich glaube, das ist sowieso das schlauste Vorgehen. Werkzeuge, Porzellan. Ach. Wir haben ja fast alles. Also für Werkzeuge bräuchten wir Stahl. Super komplexer Prozess. Das haben wir im Hamburg Let's Play gemacht. Und Porzellan holen wir hierher. Oder machen wir ja hier oben. Und da brauchen wir hier dieses Kaolin und Kohle. Haben wir hier Kaolin? Nein. Ja, was machen wir in Novi Sad? Ich bin mir ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Wir haben auch keine Kohle hier in der Nähe. Das heißt, Stahl bzw. Werkzeuge ist auch blöd. Bei hier ist Kaolin, oder? Aber keine Kohle. Was machen wir mit Novi Sad? Was bauen wir hier für eine Fabrik rein? Ich bin mir gerade nicht sehr sicher. Also, Kleidung haben wir, Holz haben wir, Teppiche haben wir, Olivenöl, Möbel, Papier. Chemikalien würde natürlich bald nachgefragt werden, bräuchten wir auch ein Keskemet. Und Zement. Chemikalien und Zement. Chemikalien bräuchten wir Kohle. Na, wir haben hier halt keine Kohle. Das ist halt das Ding. Wir haben hier keine Kohle rumliegen. Und Zement würde auch irgendwann dazu kommen. Aber das müssen wir erst freischalten wahrscheinlich. Oder wo haben wir Zement? Wir schauen mal ganz kurz in die Forschung rein. Zement, Zement, Zement. Also hier hätten wir weißer Nougat. Zement haben wir, glaube ich, noch nie benutzt. Aber Zement müsste eigentlich freigeschaltet sein. Hier haben wir die Spielzeugindustrie, genau. Hier haben wir Käsefabrik. Wo und wann kommt denn bitte Zement? Hier vorne schon. Ich weiß nicht, auf die Schnelle habe ich es nicht gefunden, aber wir sehen auf jeden Fall, dass die verschiedenen Orte irgendwann Zement nachfragen. Ab 95.000. Bringt uns aber halt nichts, wenn wir nichts bauen können, was Zement herstellt. Er würde halt wirklich nur die Chemiefabrik, Stahlindustrie, Werkzeugfabrik in Frage kommen. Ja, oder Spielzeuge. Aber Spielzeuge werden halt erst super spät nachgefragt. Ab 105.000. Keskmet.
könnte das gebrauchen, aber auch nur 1,2. Zement. Zement haben wir noch nicht. Oder ist es so, dass Zement erst später kommt? Hier kommt ja erstmal Zeitung dazu. Öl, Benzin, Automobile. Hier hinten. Nee, Zement muss hier vorne schon irgendwo sein, aber ich finde es gerade irgendwie nicht. Kann sein, dass wir das noch nicht freigeschaltet haben. Mach nochmal einen ganz kurzen Schnelldurchlauf. Hier haben wir Nougat. Aber hier ist ja eigentlich alles freigeschaltet. Es sind ja nur Kleinigkeiten, die nicht da sind, aber es geht ja nicht um solche Sachen, nicht um keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Zement können wir jedenfalls offenkundig nicht herstellen. Okay, wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich habe gerade keine Ahnung, was wir hier reinbauen. Klar, wir könnten eine Stahlindustrie reinbauen, um dann irgendwo anders in die Spielzeugfabrik zu gehen oder in die Werkzeugfabrik. Aber für Stahl bräuchten wir halt auch Kohle. Oder wir bauen hier was, was wir woanders auch schon haben. Einfach nur aus dem Grund, damit wir es haben. Fleisch zum Beispiel. Wir hatten noch schon häufiger mal über Fleisch nachgedacht. Und Novisat mit Fleisch auszustatten, klingt gar nicht so schlecht. Dann haben wir was für Timis war. Wenn es von Depressen nichts bekommt. Chiget, Keskimit. Wenn es von Depressen nichts bekommt. Und Osijek. Und könnten hier relativ einfach das Vieh rüberziehen. Ja, wir bauen hier eine Fleischfabrik rein. Schwere, schwere Geburt an dieser Stelle. Ich habe mich, glaube ich, noch nie so schwer getan, welche Fabrik gebaut wird. Und am Ende bauen wir was ganz Billiges, einfach nur eine Fleischfabrik. Naja, so ist es halt manchmal. Dann haben wir jetzt hier unten ein Sägewerk, hier oben eine Fleischfabrik. Das erfordert natürlich, dass wir hier das Vieh anschließen, dass wir hier unten Holz anschließen, dass wir es alles kaufen, dass wir das austarieren, je nachdem wie viel wir brauchen und dass wir so langsam auch Serbien und Griechenland mit anschließen. Nicht nur die Städte, sondern auch die verschiedenen Landbetriebe dann an die Städte, dass die auch wachsen. Das ist ein ganz schön großer Bereich hier, wie ihr seht, bis hier. Bis vor Sofia geht das. Das gehört auch alles noch mit dazu, hier Nice und so. Das wird cool. Also da haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Das Bosnien-Dreieck muss noch weiter ausgebaut werden. Weitere Luxuszugverbindungen müssen dazukommen. Also wir haben hier tatsächlich noch ein bisschen vor uns. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich über eure Kommentare, über euren Daumen nach oben. Und vor allem freue ich mich auf die nächste Folge.